So, und neben mir steht jetzt der Landesjagdverband Bayern und das ist einmal die? Das ist Brunhilde. Hallo Brunhilde. Ich bin Silvia. Hallo Silvia, guten Morgen. Und? Hallo, ich bin der Pierre. Und das ist? Der Hagi. Der Hagi und die Brunhilde. Das sind ja, ich muss jetzt mal ganz sagen, die stehlen euch ein bisschen die Show. Muss man mal ehrlich sein, gell? Aber erzähl doch mal bitte ganz kurz, was hat das auf sich? Ich meine, es ist ja auch ein Blickfang hier, fast so eine Attraktion, dass ihr beim Schützen- und Trachtenumzug eure Vögel mit dabei habt. Ja, wie gesagt, durch den Landesjagdverband Bayern. Und wir sind vom Valgau oder Bayern. Begleitet mir halt den Wagen, Spalier, um uns zu präsentieren. In Wirklichkeit jagen wir mit den Vögeln und sind halt in Bayern unterwegs mit denen. Also in Wirklichkeit jagt sie mit den Vögeln. Was können die? Also wie schaut es aus für eine Laie jetzt wie mich und wahrscheinlich ganz viele Zuschauer zu Hause? Wie muss man sich das vorstellen? Es ist so, ein Habicht ist ein sehr vielseitiger Vogel, der kann vom Haarwild, Federwild, alles beizen. Ich glaube, der mag mich. Der ist ein bisschen aufgeregt. Kamera, das ist natürlich klar, das muss er sich dran gewöhnen, gell? Genau. Und da kann man ja ganz normal auf die Jagd gehen, das heißt, sprich Streife kann man damit machen, Treibjagd und so. Man kann auch so aus freier Folge beizen, auf Kaninchen, auf Hase, Ente, Fasan. Ich habe das ja schon öfters auch bei Reportagen gesehen, die haben dann immer diesen Schutz auf den Augen oder damit es wahrscheinlich für die zur Entspannung. Erzähl mal, was hat das auf sich? Ich bin ein Jungvogel, da der ist ja einfach ruhig bleiben. Ja. Er ist ein bisschen nervös, glaube ich, für heute. Gut, er möchte halt auch in die Kamera, ist ja kein Thema. Er möchte auch was sagen. Neue ist einfach, damit sie ruhiger bleiben. Viele sind es gewöhnt. Diese von uns jetzt, da habe ich das nicht der typische, wo man verhaut. Ja, will lieber sehen. Okay, also dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ich finde das klasse, dass ihr die Vögel mit dabei habt. Ich glaube, das ist auch für alle anderen Teilnehmer hier ein super Eyecatcher. Und auf der Wiesn, was ist da dein Tipp zum Schluss? Kann ich nicht viel Tipps geben, mir wäre vorher ausscheren, wenn wir die Vögel kommen und nein. Ja gut, wir haben auch wieder was Neues mit Vögeln ins Zelt zu kommen. Was muss man als Frau auf der Wiesn unbedingt anziehen dieses Jahr? Ein Dirndl. Traditionell oder modern? Ich würde es traditionell. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Interview und mit dabei sein beim Schützen- und Trachtenumzug.